Marcel Hoffmeier ist ein wahrer Senkrechtstarter im Kader vom SCP 07. Vom SV Lippstadt ging es für den Jungen aus der Region über Preußen-Münster direkt in die Startelf in der zweiten Liga. Eigentlich ist das für mich erstmal unvorstellbar gewesen, vor allem, dass man direkt von der Regionalliga in die zweite Liga kommt. Ich spreche schon viel mit Leuten, ich werde auch immer oft gefragt, von vielen werde ich immer gefragt, wie das so passieren konnte, wie ich mich fühle dabei. Das muss ich halt schon ziemlich häufig jemandem erklären, aber ich mache es auch gerne, weil ich dann halt eben gerne über den Fußball spreche. Und natürlich freue ich mich darüber, dass ich das so geschafft habe, wie es jetzt gelaufen ist. Das erste Ligator gab es für den 23-Jährigen auch schon beim Heimsieg gegen Jahn Regensburg. Ich glaube, das war mit einer der besten Gefühle, die ich bisher hatte in meinem Fußballleben. Da hatte ich auch Gänsehaut am ganzen Körper, muss ich sagen, wo ich das Tor gemacht habe in der zweiten Liga. Das war schon was Neues auf jeden Fall. Ich glaube, solche Momente erlebt man nicht immer in dem Fußball. Marcel ist ein moderner Innenverteidiger, mutig, dribbelstark und passsicher. Die Ursache für seinen Offensivdrang liegt in seiner letzten Fußballstation. In Münster war ich ja in der ersten Zeit in der dritten Liga, war ich da ja 6er, 8er. Und ich glaube, das kam mir halt jetzt auch zugute, weil da ist diese enge Räume, da muss ich schon rausdrehen aus Situationen. Und das ist ja manchmal jetzt in der IV-Position genauso. Wenn hinten angespielt wird von Yannick Kuhn, dann muss er halt schon schnelle Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das kam mir jetzt gut, dass ich dann halt bei Münster damals in der dritten Liga auf der 6er und auf der 8er Position gespielt habe. Preußen-Trainer Sascha Hildmann hat ihn aus der Not heraus zum Innenverteidiger umgeschult. In der Vorbereitung sind nämlich Spiele ausgefallen. Jetzt fühlt er sich aber absolut wohl auf seiner Position, genauso wie in der Mannschaft. Ja, da bin ich mit Maxi Rohr, Marvin Pieringer schon sehr eng. Mit Tizi Conte komme ich noch super klar, Rafa Obermeier. Mit denen bin ich halt im Training immer ziemlich viel zusammen, ja. Die Chemie stimmt bei der, wie Marcel sagt, Kuscheltruppe aus Paderborn. Nach dem Spiel wird in der Kabine oft zusammen gesungen, zum Beispiel Songs wie Und wenn ein Lied von den Söhne Mannheims. wir haben jetzt halt keine typischen Lieder vorm Spiel, wie zum Beispiel auf gute Freunde von Böse Onkels oder Thunderstruck, sowas hören wir halt gar nicht, sondern dann eher so, wie wir schon gesagt haben, eher ruhigere Lieder. Und die werden dann auch wirklich mal unter der Dusche getrellert. Da singe ich viel Balladen, muss ich sagen. Mit Flo Muslia zum Beispiel zusammen. Mit denen singe ich sehr gerne. Wenn wir mal Auswärtsfahrten haben, da sitzen wir schon mal im Zimmer und da singen wir uns gegenseitig Lieder vor. Die Wurzeln von Marcel Hoffmeier liegen nicht weit entfernt von Paderborn. Der 1,81 Meter große Mann kommt aus dem kleinen Dorf Schmerlicke bei Geseke im Kreis Soest. Da wohnt er mit seinem Papa zusammen. Ja, wir machen schon recht viel. Wenn ich dann mal jetzt nicht beim Fußball bin, dann ist bei uns halt das Thema Fußball auch immer cool zu Hause. Das geht nicht anders bei uns, weil wir schon eine Fußballfamilie sind auch. Mit ein wichtiger Punkt für mich. Also ich kann mir schon auf jeden Fall vorstellen, hier in Paderborn auf jeden Fall zu verlängern. Vor allem, ich bin auch offen gegen Fußball, das passt zu mir. Ballbesitz, Fußball spielen die. Also alles, was ich hier in Paderborn habe, passt zu mir. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall hier länger zu bleiben. Und da hätten wir doch alle, glaube ich, nichts gegen.